Oh mein Gott, ruf ihn lieber nicht an. Er ist so gefährlich, VZTV. Er ist richtig gefährlich. Mach das lieber nicht. Ich komme jetzt. Was ist das? Hä? Ist das Sonic? Ich komme jetzt. Oh mein Gott, was spricht da? Master, nimm das Siren Head. Sonic Exe, hier auf die Fresse. Ja, ja, ja. Hier, nimm das. Nimm das. Wen haben wir noch so? Wer will noch? Leute, ihr seid ja schon da. Was macht ihr denn hier? Willkommen zum neuen Video von WotzeTV. Ich hoffe, euch geht's gut. Mensch, ihr seht, es ist noch richtig hell hier. Das liegt daran, weil wir noch keine 3 Uhr nachts haben. Aber ich habe mir heute gedacht, ich bin ja so verrückt. Ich möchte heute Sonic Exe auf FaceTime anrufen. Soll ich das wirklich machen? Dann schreibt's in die Kommentare. Und Leute, ich habe gesehen, dass viele von euch meine Videos schauen und noch nicht abonniert habt. Macht das doch! Macht das jetzt! Hier! Und mein Merch. Wenn euch mein Merch gefällt, dann schaut in den Merch-Shop. Und vielleicht findet ihr das ein oder andere. Aber da ich ja diese Telefonnummer von Sonic Exe nicht habe, rufe ich meinen Kumpel Kamberg an, der hat die bestimmt. Und sobald ich die Nummer habe, rufe ich Sonic Exe um 3 Uhr nachts an. Also Leute, ich würde sagen, ich hole mein Handy und rufe Kamberg an. So, ich würde sagen, ich rufe Kamberg jetzt mal an und dann schauen wir mal, ob er rangeht. Kamberg, bist du da? Ja, Wutzi, was willst du von mir? Oh mein Gott, du bist es tatsächlich. Wie geht's dir? Gut, aber warum rufst du mich an? Da kann doch irgendwas ja nicht stimmen oder so, oder? Ja, ich hab gar eine ganz verrückte Idee gehabt. Ich hab meinen Zuschauern gesagt, dass ich Sonic Exe anruf. Oh mein Gott, ruf ihn lieber nicht an. Er ist so gefährlich, VZTV. Er ist richtig gefährlich. Mach es lieber nicht. Ich hab's aber jetzt schon versprochen. Das Problem ist nur, ich hab seine Nummer nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn einer seine Nummer hat, dann bist bestimmt du das. Wutzi, ich hab seine Nummer, aber schreib jetzt erstmal die Zuschauer in den Chat, wer auch die Nummer haben will. Vielleicht will sie auch jemand haben, dann schicke ich dir die Nummer, okay? Ja, schick sie mir bitte hier. Aber ich zeig's keinem Zuschauer. Es kann nicht sein, dass da noch einer dort anruft. Es reicht, wenn ich da anrufe. Okay, dann schicke ich dir so schnell, es gibt die Nummer, okay? Ja, bitte. Und dann rufe ich den an und ich hoffe, dass mir da nichts passiert. Ich hoffe auch mal nicht. Dann schicke ich dir jetzt sofort die Nummer. Pass doch wirklich auf, okay? Natürlich passe ich auf. Ich bin Wotzelt. Okay, dann hoffen wir, dass dir nichts passiert. Melde dich danach nochmal, okay? Alles klar. Okay, Wotzelt. Perfekt. Danke. Leute, ihr habt es gerade gesehen. Kamberg hat mir tatsächlich die Nummer von Sonic Exe gegeben. Also, ich würde sagen, ich warte, bis es dunkel ist, ich warte, bis es 3 Uhr Nacht ist und dann rufe ich den an. Also Leute, bis gleich! Oh Mann, jetzt muss doch eigentlich schon 3 Uhr nachts sein. Oh mein Gott, es stimmt, es ist schon 3 Uhr nachts. Dann würde ich sagen, ich lege gleich mal los und rufe Sonic Exe an. Und dann bin ich gespannt, was da passiert. Oh mein Gott, Leute. Falls ich doch nicht machen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann überlege ich mir das vielleicht noch. Aber jetzt erstmal aufstehen und dann gleich mal anrufen. Ja.
Leute, ich habe jetzt tatsächlich von Comeback die Nummer von Sonic Exe bekommen. Und ihr wisst ja, ich habe ja vorher schon Elf on the Shelf oder den Grinch oder Gary von SpongeBob oder Siren Head über FaceTime angerufen. Aber sowas Böses wie Sonic Exe habe ich bisher noch nie angerufen. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, was passiert, aber ich rufe ihn jetzt an und dann lasst es uns gemeinsam rausfinden. Oh mein Gott, da ist er schon. Sonic Exe. Ich bin's, Wotze TV. Was willst du? Warum störst du mich? Warum ich dich störe? Ich hab gedacht, ich ruf dich einfach mal an. Wotze, ich hab gleich mal eine Aufgabe für dich. Was? Du hast eine Aufgabe für mich? Was denn für eine Aufgabe? Geh in den Keller mit 4 Kerzen und hör dort von Elsa Frozen 2 Lieder. Wie bitte? Ich soll in den Keller gehen mit 4 Kerzen? Und dann soll ich von Elsa Frozen 2 Lieder hören? Ja, am besten Let It Go. Ja, aber wieso soll ich das machen? Mach einfach. Ja, und was passiert dann? Das wirst du sehen. Aber jetzt hat der aufgelegt. Das kann's doch nicht sein. Warum soll ich in den Keller gehen mit 4 Kerzen und dann Elsa Frozen 2 Lieder anhören? Ich meine, es kann ja nicht so gefährlich sein. Disney ist doch an sich nicht gefährlich, das ist doch eigentlich harmlos. Also würde ich sagen, ich mache das einfach gleich und dann werden wir mal sehen, was passiert. Aber was soll denn da schon passieren? Also, würde sagen, gleich mal Kerzen holen und auf in den Keller. So, gleich mal die Kerzen und Teelichter nehmen hier. Und Feuerzeug habe ich hier auch. Und dann geht's gleich mal ab in den Keller. So, jetzt bin ich tatsächlich im Keller und was sollte ich als erstes machen? Achso ja, die 4 Kerzen. Da habe ich ja jetzt hier diese Teelichter. Zünden wir gleich mal 4 an. So. Einmal. Zweimal. Mal hier nochmal 2. Dreimal. Und Leute, nie mit dem Feuer spielen. 4-mal. So, jetzt brennen die.
Jetzt suche ich mir im Internet nach Let It Go. Oh, da gibt es so viele verschiedene Versionen. Was nehme ich denn da? Okay, das sieht gut aus. Dann spiele ich das ab. Hä? Das klingt ja ganz anders. Das klingt nicht nach dem normalen Let It Go. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Was ist mit den Kerzen los? Was ist das? Hä? Ist das Sonic? Oh mein Gott, wer spricht da? Was ist da los? Oh mein Gott, die Kerzen sind aus. Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das nur? Was war das nur? Oh mein Gott! Leute! Ich grüße heute noch einen. Und zwar findet ihr den Gruß genau hier. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und lasst gern 1000 Likes da. Tschüss, Leute.